2010 und hier sind sie, die einzig wahren, die unübertrefflichen Rosa. Hallo. Nein, die machen wir natürlich nicht. So, wir haben hier, wir brechen jetzt einfach mal hier rein. Ja, Disco-Festival. Schönen guten Tag, wir stören jetzt einfach mal. Guten Tag, Frauenarzt. Ja, bitte, hallo. Und Manni Mann. Ja, voilà, wie geht's? Die Ärztin. Ja. Alles klar bei jetzt, euch? Na, Logo, sind ja gerade im Interview, da hast du uns gerade richtig... Ich weiß, ich wollte stören. Aber frech muss man sein. Frech muss man sein. Ich wollte mit... Willi. Ich wollte... Hast du mich jetzt erkannt, oder was? Jetzt. So, meine Lieben, ich wollte euch einen kleinen Kölsch-Kurs geben. Okay. Ihr kommt aus Berlin, wa? Ja. Ich bin aus Köln. Wenn Dingedaggel zu Mingemdaggel noch ins Daggel seht, seht Mingedaggel zu Dingemdaggel so lange Daggel, bis das Dingedaggel zu Mingemdaggel nicht mehr Daggel seht. Ist das klar? Das ist ja fast wie Dingelingelingelingelingeling. Wenn Dingedaggel zu Mingemdaggel noch ins Daggel seht, seht Mingedaggel zu Dingemdaggel so lange Daggel, bis das Dingedaggel zu Mingemdaggel nicht mehr Daggel seht. Jetzt bist du dran. Das heißt, wenn mein Dackel zu deinem Dackel sagt, alles klar, dann sagt dein Dackel zu meinem Dackel, alles wunderbar. Disco-Dackel, Dingelingeling. So, und du sagst mal bitte, also die echte Kölsche können sagen, 999, pass auf jetzt, jetzt in Berliner, 999. 999, Mann. Das ist ja schon extrem Kölsch, oder? Also ja. Das ist extrem. Das ist ja, wenn ein Ur-Berliner sagt, ich flipp ja gleich aus und raste hier aus und dann reiße ich gerne die Bühne von der Erde. Was hast du gesagt, wa? Ich raste hier aus. Kneipen-Berliner. Das war die Kneipen-Version. Ja, die Kneipen-Version. Ja, ich flipp hier aus und dann reiße ich hier eine Bühne. Ja, genau, das mein ich. Tell me what they say, Waka. Das ist der Hamsen. Tell me. Ja, das ist er. Tell me what they say, Waka. They say, boah, send a disco pogo, da war. Woohoo! Ja! Geil! Ihr seid echt geil. Also, ich verfolge das ja, ne? Also, das geht ja richtig ab. Ich bin heute das erste Mal, schaue ich euren Live-Auftritt an. Ich bin echt mal gespannt. Die Leute fallen ja. In der Schweiz, habe ich gehört, sind 20 Leute umgefallen, ne? Ja, naja, also wir hatten bei einem einer Autogrammstunde war das auch, da waren 16 Ohnmachtsanfälle und 2 Verletzte oder so. Warum hab ich das nicht? Hast du doch schon lange auf zu spät. Also schon lange her. Ey, unfassbar. Neue Nummer am Start. Neue Nummer, rock die Scheiße fett. Wie? Rock die Scheiße fett. Rock die Scheiße fett. Aber im wahrsten Sinne des Wortes, da wird richtig auf die Kacke gehauen. Heute? Ja, heute auch, heute. Ja. Immer, jeden Tag eigentlich. Erste Mal Olpolé, klar. Und erste Mal. Seid ihr noch aufgeregt? Erste Mal Olé überhaupt. Wir sind ja völlig. Ach, ihr seid ja noch Olé unerfahren? Olé unerfahren. Alter, ich sag dir, ich mach das jetzt im dritten Jahr. Ich schwöre dir, die Leute gehen geil. So geil ab. Ja, ich weiß. Oberhaus Olé, Weißgrün Olé, alles sehr geil. Ich finde das sogar 11-10, aber ihr rockt ja eh. Ja, also uns ist ja, wie gesagt, da waren wir gerade stehen geblieben. Uns ist eigentlich egal, wo wir auftreten. Hauptsache, die Leute sind gut drauf. Und hier sind sie hundertprozentig gut drauf. Auf jeden Fall. Gerade hier in der Area. So, meine Lieben. Die können richtig feiern. Meine Lieben. Feiern. Was? Habt ihr noch eine Botschaft? Feiern. Für News und Tour. Habt ihr noch eine Botschaft? Seid einfach gut gelaunt und macht einfach mal ein Warum? Einfach so. Einfach wenn, alle hier zusammen bei drei. Eins, zwei, drei. Alles live on News und Tour. Tschüss, ciao und auf Wiedersehen.